Welche Einsatzmöglichkeiten bieten sich an? Der Kärtchentisch lässt sich für jedes Thema einsetzen, das sich sinnvoll systematisieren lässt und wo die Bildung von mentalen Modellen gefragt ist. Wie erfolgt die Umsetzung des pädagogischen Konzepts? Die Umsetzung des pädagogischen Konzepts besteht aus 3 Schritten. Erstens, die Einzelarbeit. Sie erfolgt in einer Erarbeitungsphase zum Fachthema. Zweitens, die Gruppenarbeit fordert dazu auf, die Kärtchen sinnvoll zu gliedern, das Wissen der Einzelarbeit abzugleichen und sich auf eine gemeinsame Struktur zu einigen. Drittens und anschließend wird eine Person in eine andere Gruppe geschickt, um dort die eigenen Kenntnisse zu verteidigen, mit dem Wissen dieser Gruppe abzugleichen und sich damit kritisch auseinanderzusetzen.